Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, in der letzten Folge haben wir unseren Bruder Sigurd befreit. Und jetzt müssen wir ihn suchen. Oh, er ist aber ganz schön weit weg. Wo ist er denn? Falsche Taste. Das ist die Taste. Ist er schon zu Hause angekommen? Weil die sollten ihn, glaube ich, nach Hause bringen, wenn ich mich richtig erinnere. Da, genau. Ich wollte gerade sagen, das war ja gar nicht mein Zuhause. Dann würde ich sagen, poppen wir da mal eben schnell hin. Was? Wer war denn das gerade? Für wen arbeitest du? Wer ist dein Herr? Ah, okay. Das ist dann eine neue Quest für uns. Okay. Hallo, mein Süßer. Ich muss hier durch. Der Rabe und der Kuckuck. Genau, na, Questanzeigen. Möchte ich natürlich nicht, weil wir möchten natürlich erstmal mit der Hauptstory hier weitermachen. Und das gehört, wenn ich das richtig gesehen hatte, in der Übersicht, nämlich zu dem neuen DLC, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also neu ist es ja nicht mehr. Jarl Sigurd, zurück an deinem Platz. Oh, wie habe ich dich vermisst, Bruder? Mich vermisst, ja. Das glaube ich gern. Was? Du hast dir ganz schön Zeit gelassen. War das der Grund? Hat es dir gefallen auf meinem Thron? Ich tat, worum du mich gebeten hast. Und alle Zweifler hast du getötet. So ist es nicht gewesen. Randvi wird es dir sagen. Ah ja, wird sie? Meine liebe Frau. Ein Geschenk ihres Clans, um meinen Ehrgeiz zu zügeln. Ja, sie wird mir ganz sicher die Wahrheit sagen. Was hat dir die Drude Fulke angetan? Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich gesehen habe und erfahren. Ein Kind der Götter, das bin ich! Herr des Krieges! Ein römischer Mars! Ich weiß, wer ich bin, kenne mein Schicksal! Du stehst mir nicht mehr im Weg! Bruder. Vergib mir. Ich bin müde. Der Tag war lang und es ist viel geschehen. Ich muss raus hier. So ist er schon seit seiner Rückkehr. Kannst du mit ihm sprechen? Ihn beruhigen? Ich versuch's. Hört nur, hört! Frohlocket, ein jeder von euch. Heute ist ein Tag zum Feiern. Unser Jarl ist zurück. Ist das der Kleid? Nee, das ist Lasst uns doch heute das. Nacht trinken und essen, um seine Rückkehr gebührend zu ehren. Das könnte der Kleine sein, so von der Stimme her. Basim, gesellst du dich zu uns? Ich werde sicher bald feiern. Doch heute Nacht fühle ich Schwermut. Ich möchte lieber hier allein meinen Gedanken nachhängen. Ich verstehe. Nimm dir Sigurds Stimmung nicht zu Herzen. Er sprach voller Wärme von dir auf unserer Reise. Er vertraut dir noch immer viel mehr, als er auszudrücken vermag. Wir vertrauen einander. Ich weiß. Genieße das Fest, Eivor. Naja, kann ich hier nur mit anderen sprechen oder soll ich direkt rausgehen? Kann ich mich da ein bisschen... Nee, ich kann mich nur hinsetzen. Schade. Ich dachte jetzt eigentlich, dass ich eventuell mein Leben wieder auffüllen könnte. Sprechen wir mit dir doch nochmal. Randvi, Sigurd hat so viel durchgemacht. Hab Geduld mit ihm. Natürlich. Ich kann mir die Grausamkeit dieser Fulke kaum ausmalen. Trotz ihrer Boshaftigkeit schien sie ihn zu mögen. Ich weiß, wie seltsam das klingt. Wie meinst du das? Sie behauptete, ihn zu kennen und zu bewundern. Sie sagte, er wäre größer, als uns klar sei. Trotz allem folterte sie ihn an den Rand des Wahnsinns und fast zu Tode. Ich verstehe nicht, wieso. Irgendwann wird sich Sigurd erholen.
Und dann wird er vielleicht darüber sprechen. Bevor es soweit ist, solltest du besser alle Gedanken über uns für dich behalten. Natürlich. Es ist nicht die richtige Zeit. Ich fühle weder Schuld noch Reue für das, was wir getan haben. Aber wir sollten vorsichtig sein. Du hast recht. Danke. Vergiss nicht, egal wie weit wir voneinander entfernt sind, ich denke an dich. Ich weiß. Mir geht es genauso. Ja, alles, was ich eben gedacht habe, hat sie ausgesprochen. Das finde ich ja mal gut. Achso, ich dachte, was sind das für komische, flackernde Pünktchen hier? Ich habe nämlich auch schon gedacht, weil er jetzt wieder da ist und natürlich irgendwo seinen Anspruch auf sie erhebt. Können wir denn hier irgendwas sehen? Nicht wirklich. Ach, da hinten ist er. Okay, also rechts von mir Richtung Wald, so wie es aussieht. Dann werde ich da mal hinreiten. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Weg. Hallo, spring doch mal drauf. So, jetzt gucke ich noch mal kurz. Ne, jetzt ist er hinter mir. Hä? Ich muss es irgendwie nicht verstehen. Ich habe eben in die gleiche Richtung geguckt. Ich wollte gerade sagen, wieso sind da jetzt Feinde? Ja, geradeaus und ein bisschen schräg rechts. Okay. Dann, ach so, das sind diese Puppen. Hm. Verstehe, verstehe. Bisschen schräg rechts. Ist ja eigentlich dann hier oben irgendwo, ne? Mhm. Links von mir. Okay. Wo ist er denn? Bei den Schweinen. Nee, da unten. Oh, hallo. Du bist aber doch nicht Sigurd. Du bist doch ein Fuchs. Hä? Jetzt bin ich irgendwie leicht verwirrt hier. Ja. Jetzt bin ich wirklich irgendwie... Aber ich muss dem folgen, oder was? Weil der hat so einen grünen Punkt. Der legt sich jetzt hier hin. Soll ich dich töten, oder so? Das wäre jetzt vielleicht nicht so gut. Stirbt der gerade oder schläft er jetzt gerade? Hallo, Fuchs? Kannst du mich zu Sigurd bringen? Also, das, was mich jetzt so verwirrt, ist, dass er ja offensichtlich dieser Questmarker ist, ne? Deswegen. Hm. Müssen wir jetzt hier die ganze Zeit darauf warten, bis du ein bisschen weiter gehst, oder? Sehen wir jetzt hier irgendwie so eine super Verwandlung gleich und merken dann, dass du bist? Muss ich dich schlagen? Geht das vielleicht schneller dann? Töten kann ich den auch nicht. Sehr verwirrt mich jetzt gerade. Beziehungsweise, ich weiß jetzt gerade echt nicht, was ich machen soll. Aber laut Questmarker? Oder muss ich dem anderen Wolf jetzt folgen, eventuell? Moment, ich guck mal eben. Weil da ist noch einer. Ich wollte gerade sagen, der haut ab, aber der ist irgendwie hinter dem Dingshasen her. Dingshasen vor allen Dingen. Ja. Hallo, Sigurd? Bist du jetzt im Körper eines Wolfes oder, Ja, ich schau mal, was ich hier so machen kann. Ich lass das mal mitlaufen hier. Weil das ist irgendwie sehr unlogisch gerade. Bei den Quests steht wahrscheinlich auch nichts, ne? Er hat schlechte Laune. Ja, toll. Hm. Also, ich lasse mal einfach die Aufnahme mitlaufen und dann hoffe ich, dass ich herausfinde, was ich hier machen soll. Ich schaue mich ja immer ein bisschen um. Bis gleich. Hm. Also, hier komme ich offenbar nicht weiter. Was siehst du, alte Freundin? Der Rabe.
sagt, da hinten ist er. Jetzt habe ich die Markierung ein bisschen zu früh gesetzt. Aber das heißt, er soll hier irgendwo sein. Zum Friedhof. Seine Stimmung ist düster. Dein Ernst? Oh, wieso hat der mir dann dauernd den Fuchs markiert? Bist du, Bruder. Was machst du hier draußen? Ich habe dich gesucht. Sigurd. Dag starb im Kampf um meine Ehre? Das dachte er. Dann war er ein Narr. Meine Ehre muss nicht verteidigt werden. Sie ist unerschütterlich und ungetrübt. Ich bot ihm einen Ausweg an, aber... Lass die Vergangenheit ruhen. Zwischen damals und heute liegt ein Graben so tief wie der Tod. Ich wurde geprüft, Eivor, in einem Schmelztiegel aus Blut und Feuer. Und in meinem Schmerz wurde ich neu geboren. Du denkst, ich sei nicht mehr so groß wie zuvor, doch das stimmt nicht. Ich bin noch größer. Mein Geist ist eine Quelle der Vorhersagungen, Visionen, die mir zeigen, wer ich bin. Allein dafür bin ich für all mein Leid dankbar. Sigurd, ich möchte es ja verstehen. Aber all das, was du sagst, ergibt wenig Sinn. Basim sah all das in mir. So wie auch Fulke. Sie war grausam, aber sie hat die Wahrheit gesagt. Ich bin mehr als der Mann, der ich war. Mehr als die gebrochene Gestalt, die vor dir steht. Sieh genauer hin, Eivor. Sieh mich an. Sieh selbst, was sie in mir gefunden haben. Siehst du es? Meine wahre Größe. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Sieh, das ist das Gesicht eines Gottes. Ich sehe nur meinen Bruder und ältesten Freund, der wieder dort ist, wo er geliebt und verehrt wird. Da, wo er hingehört. Du bist gütig, doch dein Blick wird von einer Vergangenheit getrübt, die ich nicht länger sehe. Unsere Wege haben sich getrennt. Geh, ich möchte allein sein. Geh zurück zu meinem Fest und betrinke dich. Feiere für mich die Tage, die uns erwarten. Scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Okay. Haben wir denn noch mal Post bekommen oder so? Hier ist noch was am Leuchten. Dorf. Wie die Zeit entwickelt. Zweite und letzte Erweiterung des Viehshofs. Okay. Sollten wir uns auch mal drum kümmern. Das stimmt. Schaue ich aber gleich dann mal nach. Sprechen erstmal mit Randvi. Wie schön, dich zu sehen, Liebling. Okay, in seiner Gegenwart darf sie mich offenbar so nennen. Hier sind aber überall weiße Punkte. Gekritzel von Randvi. Es wird immer schwieriger, Eivor über den Bündnistisch hinweg anzusehen und nicht daran zu denken, was sein könnte. Ich sage mir, dass es nur an Sigurds Abwesenheit liegt. Doch die Lüge löst sich mit jedem Tag weiter auf. Ist das neu? Das kommt mir so bekannt vor irgendwie. Eine Bekanntschaft aus einem Teil der Welt lebt nun in Irland. Sie hofft, ein Handelsbündnis zwischen uns und Düflin zu schmieden. Das könnte sehr vorteilhaft sein. Bitte zieh es in Betracht. Azar kleidet sich als Mann. Einst war dies als Täuschung notwendig. Doch nun hat sich gezeigt, dass sie sich zwischen den Geschlechtern recht wohl fühlt. Okay, jetzt ist es also keine Täuschung mehr. Ich hoffe, dass ich sie bald in... Ich kann es nicht aussprechen, treffe. Heitam. Okay, so ist das doch neu.
Randvis Aufgabenliste. Ruadan will mehr Salz für die Pferde. Thekla sagt, Holmgeir oder so ist morgens zu laut. Mit Petra über Moorhuhn sprechen, was? Jan Lee soll Fisch für Festmahl nächste Woche vorbereiten. Octavian wünscht sich Wein. Alvis bringt Kindern Beleidigungen bei. Mertens Fischgericht war sehr gut. Rezept holen. Okay. Ja gut. Muss auch mal sein, sowas. Können wir mit dir auch sprechen eigentlich? Oh, entschuldige. Anscheinend nicht. Was geschah gestern? Du und Sigurd seid während des Festmahls verschwunden. Und bei unserer Rückkehr ging er gleich in unsere Stube, ohne ein Wort. Wir haben geredet. So wie jetzt? Ich hatte so viele Fragen und er nur wenige Antworten. Ich wünschte, ich könnte mehr sagen. Meinst du, Sigurd weiß es? Das von uns? Ich denke nicht. Er hätte etwas gesagt. Sigurd will mir die Schuld an jedem Unglück geben, das ihm widerfuhr. Doch seine Rettung rechnet er mir nicht an. Ich verstehe es nicht. Und doch spricht er mit dir. Mich bedenkt er mit eisernem Schweigen. Also, was nun? Das ist für Sudsexe. Wir brannten es nieder, um einen Mann zu retten. Doch er ist kaum noch der Mann, nach dem wir suchten. Wohl wahr. Okay. Ein neues Territorium ist verfügbar, um ein Bündnis zu schmieden. Achso, das sind die beiden Hellen, denke ich mal, die da noch drauf sind, oder? Questlog zu öffnen? Ja, ich hab aufs Falsche gedrückt. Aber egal, ich komme ja hier ins Gleiche rein. Aber da habe ich jetzt nur, oder? Das sind die Codex-Seiten. Untersuche die Umgebung von Valkas Hütte. Ruhe dich unter dem Baum aus und denke über den Traum nach. Das hatten wir mal aus Versehen angenommen, glaube ich. Jetzt bin ich mir aber gerade nicht sicher, ob wir jetzt das Bündnis hier annehmen sollen. Was ist denn da? Das hat man, glaube ich, schon gelesen, oder? Ein Dank von Siolbert. Ich meine, das hatten wir schon gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass wir das überhaupt noch dürfen, in Anführungszeichen, weil Sigurd ja jetzt die Kontrolle wieder hat, sozusagen. Empfohlene Stärke 190, ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, was ich überhaupt selber für eine Stärke habe. 220, dann würde ich sagen, dass wir uns darüber mal beraten hier, ne? Was erwartet mich in Jofurvikshir? Halfdan Ragnarsson, Eroberer des Nordens, schickt Grüße. Er wünscht sich, mit Eivor Wolfsmal persönlich zu treffen. Jarl Halfdan, ich habe seinen Namen so oft gehört. Es scheint mir, wir kennen uns bereits. Er ist in einen Krieg mit den Pikten der nördlichen Hügel verwickelt. Ich vermute, er will deinen Rat oder deine Axt. Wenn du ihn treffen willst, so bittet er dich, in sein Kriegslager zu kommen. Es befindet sich hier. Okay. Ich meine, müssen wir so oder so machen als nächste... Ich breche gleich auf. Gib Acht, Eivor. Jofurvikshir befindet sich im Krieg mit den Pikten, einem stolzen Clan, der jenseits des römischen Walls lebt. Okay. Irgendetwas wollte ich jetzt gerade noch machen. Achso, ich wollte mal eben kurz gucken. Fertigkeiten. Da hatten wir ja auch wieder zwei neue bekommen. Ah ja, wir haben 297 im Moment. Okay. Dann würde ich mal sagen, das ist kein Problem. Moment, aber ich bin gerade am Überlegen. Wieso sind die ja eigentlich? Kann man auch nicht erwerben. Nein, nein! Das war dumm. Das war richtig, richtig dumm. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo der die Punkte vergeben hat. Ja. Ich wollte eigentlich gucken, ob wir die hier eventuell zum Leuchten bringen. Ich habe keine Ahnung, warum die nicht leuchten. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht, wenn die hier komplett sich in der Mitte treffen. Aber das tun sie ja schon. Und ja. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo der jetzt die Punkte hingesetzt hat. Naja, gut. Okay. Würde ich aber fast sagen, wo müssen wir denn eigentlich hin? Ich bin schon wieder über die falsche gegangen, aber ist nicht schlimm. So. Achso, nee, zu Anleifs Ausblick.
Der hatte doch gesagt, die hatte doch gesagt, nee, 4000. Hatte die nicht gesagt, dass der hier direkt in der Nähe ist? Das waren die Runen. Jetzt gucke ich bestimmt wieder in die falsche Richtung. Drum, drum, drum. War das nicht rechts von mir? Ach, da oben. Anzeichen einer Schlacht. Ja, es gibt Kampfspuren, welche den Hügel hinaufführen. Wenn ich jetzt ehrlich bin, ich würde jetzt unheimlich gerne weitermachen. Oh ja, Anzeichen einer Schlacht. Hier sind alle abgeschlachtet worden, so wie es aussieht. Ich würde jetzt unheimlich gerne weitermachen, aber ich denke, dass diese Sache dann doch ein bisschen länger dauern wird. Deswegen würde ich mal sagen, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache. Ich weiß, wir haben jetzt diese Folge leider nicht so wirklich was gemacht. Aber dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache, damit die Story, die dann hinten dran kommt, die ja sicher länger ist, damit die, definitiv in einer Folge hoffentlich beendet werden kann. Ich meine, es gibt ja auch Storys, die halt eben wesentlich länger dauern, die ich dann auch schon mal in zwei Teile teilen musste. Aber ich hoffe, dass wir die dann in einer Folge soweit abhandeln können oder, ja, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Oh, nein, Ich habe mir im Auge gerieben und habe aus Versehen dabei den Bogen rausgeholt. Sehr intelligent. Ada. Okay, Ada? Ava? Eivor. So. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich heiße. Ja gut, also wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja, mit dem Krieg im Norden. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like und falls du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.